So, im Folgenden werde ich euch zeigen, wie man es schafft, aus so einem Stück Blankleder so eine punzierte Arbeit zu erstellen. Vorweg sei gesagt, ich bin kein begnadeter Punzierer. Dafür habe ich zu wenig Übung. Was mich allerdings auch stört, weil es ist eine wirklich schöne Sache, mit Leder umzugehen und es zu verzieren. Ich mache dieses Video, um euch ein paar Begriffe zu erklären, die ich eigentlich in den anderen YouTube-Videos nicht so sehr gut erklärt bekommen habe. Sprich, welches Werkzeug für welchen Arbeitsschritt. Die guten Leute, die da arbeiten, schmeißen einem meistens irgendwelche Fachbegriffe um die Ohren. Die sagen dann, ich arbeite hier mit einem B232 und mache dann mit einem A375 weiter. Fachchinesisch habe ich auch nicht verstanden. Deswegen habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und versuche es euch näher zu bringen. Im Einzelnen werde ich auf diese paar Punziereisen eingehen. Mehr braucht man eigentlich nicht. Der Rest ist einfach nur Variation dieser einzelnen Teile. Ich hoffe, ich erkläre es einigermaßen verständlich.